Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir mal das Filament Neonrot von Azure Filament. Ich habe diese Rolle von Azure Filament zum Testen zugesendet bekommen, so wie auch viele andere Filamente, die ich unten im Keller habe, die ich euch alle mal vorstellen möchte. Und deswegen würde ich jetzt sagen, fangen wir einfach mal an mit der Bewertung des Filaments. Also die Farbe erstmal ist Neonrot. Wie man hier auf der Spule sehen kann, ist das jetzt eher so ein Neonorange. Sollte man wissen, es ist nicht direkt Neonrot. Man sieht es allerdings auch auf der Internetseite schon, die Farbe. Also das deckt sich relativ gut, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann möchten wir uns mal angucken, wie ist denn das Filament auf der Rolle gewickelt. Und ihr könnt es sehen, es ist jetzt nicht die beste Wicklung, also zum Beispiel nicht so wie das von Material for Print, was ich auch noch herzeigen möchte. Es ist aber auf keinen Fall so schlecht wie das von den Chinesen, was man so kennt. Also das wirklich so kreuz und quer gewickelt ist, das hat man hier nicht. Es rollt sich wirklich sehr gut ab. Dann, was auch noch ganz wichtig ist bei Filament, ist, wie ist das Filament von der Struktur her, von der Flexibilität her. Und ihr seht es schon, allein die Tatsache, dass ich das hier drüber spannen konnte, zeigt, dass es nicht sehr steif ist, sondern dass es so ein Mittelding ist zwischen zu weich und zu steif, was für mich aber echt optimal ist, ist übrigens momentan mein Lieblingsfilament auch, weil ist es zu weich, ist die Materialstruktur am Ende nicht gut, ist es zu hart, kann es sein, dass es euch beim Einfördern oder während dem Druck bricht und verkantet. Dieses Filament hier ist so ein wirklich tolles Zwischending, nicht zu hart, nicht zu weich, meiner Meinung nach perfekt getroffen. Die Druckergebnisse. Die Druckergebnisse mit dem Filament sind super. Ich drucke hier mit einer Temperatur von 190 bis 195 Grad und erziele damit eigentlich die besten Ergebnisse. Ihr seht das hier auch schon von der Farbe her. Es ist also wirklich eher so ein Neon-Orange. Ein Filament, das inzwischen schlecht druckt, gibt es ja eigentlich fast nicht mehr, außer natürlich ist es wirklich ein richtig, richtig schlechtes Filament. Aber man sieht schon, das Material ist sehr hart geworden, es ist super, super schön gedruckt, sehr hochauflösend und wie gesagt, mir gefällt diese Farbe einfach ultra gut. Auch wenn es nicht neonrot ist, ist es doch eine Farbe, die Aufmerksamkeit erregt. Was ich finde ist, dieses Filament ist jetzt für so komplette Drucke, wie ihr das hier jetzt zum Beispiel an diesem Minischraubstock sehen könnt, eher nicht so gut geeignet, aber super geeignet ist das Filament, um Akzente zum Beispiel zu setzen. Ich habe euch das in meinem letzten Video ja schon gezeigt. Ich habe hier zum Beispiel diese Klammer gedruckt, wo hier diese Bauteile, eben dieses Drehrad, die Arretierung und die Platten hier, eben auch mit diesem neonfarbenen Filament gedruckt ist. Und das sieht meiner Meinung nach ultra stark aus in dieser Farbkombination. Und auch hier seht ihr, es lässt sich alles super bewegen. Die Arretierung hakt super nach und auch hier, wie ihr sehen könnt, funktioniert alles so, wie es funktionieren soll. Und was meiner Meinung nach das stärkste Objekt ist, was ich hier mitgedruckt habe, ist hier dieser Schraubstock, hier eben grau und in Kombination dazu dann eben hier dieses neonrote Filament. Das Ganze läuft einwandfrei. Ihr seht es hier, lässt sich alles super bewegen, kein Verhaken. Das Filament macht übrigens auch kaum Probleme mit Stringing, was ja auch schon mal eine super Sache ist und ist einfach wirklich ein sehr, sehr tolles Filament meiner Meinung nach. Zu Filament selber kann man ja immer wirklich nicht so viel sagen. Ich kann euch nur meine Eindrücke sagen. Es gibt auch Filamente, die wirklich schlecht sind, zum Beispiel mein allererstes Filament. Da hatte ich nur Probleme mit. Mit diesem Filament hatte ich kein Problem mit Verstopfen der Druckdüse oder Stringing oder Brüchen des Filaments beim Einfördern. Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit dem Filament, kann es nur weiterempfehlen. Und wie gesagt, ich finde diese Farbe einfach super, super toll, gerade in Kombination mit Grau, um wirklich coole Akzente eben zu setzen. Also alles in allem ein wirklich tolles Filament. Es macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Die Farbkombination Grau-Orange ist meiner Meinung nach die stärkste, die es gibt. Einfarbig sieht es jetzt nicht ganz so toll aus. Und wenn ihr das auch kaufen wollt, wie gesagt, ich kriege da kein Geld dafür oder so, ich haue es euch unten in die Videobeschreibung rein. Ich wurde nochmal gefragt, ob ich mal herzeigen kann, was für Filamente ich so nutze. Und deswegen möchte ich da jetzt immer wieder mal was herzeigen. Wie gesagt, das war Azure Filament Neonrot, was eigentlich Neonorange ist. Und nächste Woche oder übernächste Woche sehen wir dann das nächste Filament. Und ich denke, ich werde dann das von Material for Print nehmen, um euch einfach mal zu zeigen, wie perfekt so eine Wicklung sein kann. Wenn ihr jetzt noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt mir die einfach gerne unten in die Kommentare rein und wir sehen uns dann nächste Woche mit dem nächsten Video wieder. Ciao und bis dann!